Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Die gewohnte Mini-Ausgabe kurz vorm Wochenende. Jenny, und wir erzählen ja immer in dieser Mini-Ausgabe so ein kleines bisschen auch, was haben wir vor in der nächsten Folge. Und ich sag's gleich, meine Ansprüche sind hoch. Und der Anspruch lautet, wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern, den Pferdemädels und Jungs, ein wenig die Augen öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jenny, was weißt du über die Augen der Pferde? Was die so gucken können und überhaupt, mal so aus dem Bauch raus. Die können am besten blau und gelb unterscheiden. Hat das damit dann auch mit diesen Equikinetik-Matten zu tun, dass die blau und gelb sind? Das sagt zumindest der Guide, ne? Okay. Und so das, also Sichtfeld und so weiter, hell, dunkel, also ist das eher so ein Fragezeichen für dich oder sagst du, ich weiß das alles? Ja, das Sichtfeld ist schon eingeschränkt, das weiß ich schon auch. Zum Beispiel bei jungen Pferden macht man das ja so, bevor man das erste Mal aufsteigt, dass man auch sich so drüber lehnt und auch mal so den Arm auf der anderen Seite winken lässt, dass das Pferd wahrnimmt, dass da halt auch auf der anderen Seite was passiert. Also man weiß als Reiterin schon so ein bisschen, dass da was anders ist, jetzt mal so ganz laienhaft gesprochen, als beim Menschen. Aber ich gehe auch eine Wette ein, so ganz genau wissen es viele dann halt irgendwie doch nicht. Und viele Dinge sind Pferdeleuten, glaube ich, dann doch nicht bewusst. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt jetzt eine Brille. Und wenn man da durchguckt, dann sieht man die Welt mit den Augen der Pferde. Kein Joke, kein Hokuspokus oder so, sondern ist tatsächlich so. Und der Mann, der diese Brille erfunden hat, Benito Weise heißt er, kommt aus Niedersachsen, der wird bei uns in einem extrem spannenden Interview sein. Kurz gesagt, er hat alle Fakten gesammelt, was weiß die Wissenschaft über die Augen der Pferde, über das Sehvermögen, wie gucken die, was erfassen die, alles das. Und hat dann eine Software entwickelt und eben diese Brille, die es Menschen möglich macht, die Welt mit den Augen der Pferde zu sehen. Und wir werden mit ihm darüber sprechen, was man dann so sieht. Und also eine Auffälligkeit zum Beispiel, eine von vielen Auffälligkeiten, die einem auch sehr haften bleiben, wenn man das so hört, ist zum Beispiel, dass Pferde mit dem Wechsel von hell nach dunkel und von dunkel nach hell weit weniger gut klarkommen, als wir Menschen das tun. Das heißt Beleuchtungswechsel. Von hell nach dunkel, wo wir teilweise 2-3 Sekunden brauchen, und um uns an diese neue Beleuchtungssituation gewöhnen zu können, dauert bei den Tieren viel, viel länger. Wenn wir die also aus einem hellen Raum in einen dunklen Raum führen oder umgekehrt, dann dauert das teilweise bei denen eine halbe Stunde, bis sie sich vollständig an diese Helligkeitänderung gewöhnt haben. Wow. Das heißt, wenn wir die aus einem dunklen Stall, wir machen eine Tür auf und führen die aus einem dunklen Stall raus ins Sonnenlicht, dann sind die ganz beobachtbar teilweise auch. Das merkt man an dem fühligen Gang oder teilweise bleiben die auch stehen. Dann sind die für einen Moment erstmal blind und der zieht sich hin. Das ist also nicht wie bei uns 3, 4, 5, sondern das können 20, 30, 40 Sekunden sein, wo die tatsächlich erstmal total überlichtet sind, also geblendet werden von diesem hellen Licht und allmählich sich erst an dieses helle Licht gewöhnen. Umgekehrt genau dasselbe, wenn sie von draußen reinkommen, in die Laufgasse zum Beispiel, in die Boxengasse, dann ist es da total unterbelichtet und dann ist es für die ein dunkles Loch. Und das betrifft eben auch den Gang in einen Wagen hinein. Also Stichwort Hänger, ne, Jenny? Das ist schon spannend, finde ich ehrlich gesagt. Also das erklärt aber, wieso der Klexi gegen die Wand läuft. Wenn die ja, die haben ja, die Koppel ist offen. Wenn die geplagt sind von den Fliegen, dann kommen die reingaloppiert aus der Sonne. Ja. In den Stall, der ist ein bisschen dunkler. Und jetzt weiß ich auch, wieso der Klecks da immer an die Wand läuft. Genau, also nicht nur körperklar, also eine Portion Körperklaus. Hallo, das ist natürlich bei Klexi immer dabei. Aber nicht nur, also das kann oder das wird todsicher auch mit diesem Effekt zu tun haben, den Benito Weise gerade beschrieben hat. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Also, das war ja jetzt nur eine Minute Ausschnitt aus dem Interview und es ist wirklich spannend. Was auch spannend ist, und Jenny, ihr habt doch zum Beispiel auf eurem Paulshof immer so viele Lehrgänge und so weiter, ne? Mhm. Also, es ist möglich und ja, vielleicht, ich weiß ja, dass die Paulshöfer auch fleißige Podcast-Hörer sind. Also, diese Brille kann man inklusive Benito-weise, er kommt auch also in so Stallgemeinschaften, er hält einen Vortrag, kann man buchen. Er bringt die Brille und die ganze Hardware dann auch mit und man kann dann tatsächlich also im eigenen Stall, in der eigenen Reithalle, in der eigenen Boxengasse sich diese Brille tatsächlich da mal aufsetzen, durch die Räumlichkeiten laufen und tapern und dann erleben am eigenen Leib und mit eigenen Augen sozusagen die Welt eben so wahrnehmen, wie das deine Pferde tun. Ein schon cooles Event. Also ich finde ja, das fantastisch. Das ist wirklich mal was ganz was anderes. Mhm. Und wirklich mal die Welt durch die Augen von meinen Ponys zu gucken, das klingt gut. Schon? Vielleicht kriegen wir das hin bei uns, dass wir sowas mal veranstalten. Dachte ich mir, genau. Also alle Einzelheiten, wie es geht und natürlich auch noch mehr Erkenntnisse, die da so hängen bleiben, wenn man die Welt durch diese Brille sieht, all das in dem Interview in der Folge am Montag. Jenny, wir könnten es eigentlich jetzt auch schon gut sein lassen, aber natürlich muss ich doch ganz kurz fragen, was macht dein M-Dressurpferd AC/DC, was macht der gegen die Wand rennende Körper Klaus? Wie geht's denen? Hat AC das gut verpackt mit seiner M-Premiere? Er weiß es ja natürlich nicht, dass das die große M-Premiere für ihn. Er weiß das alles, ne? Der ist so klar, schlau. Ja. Denen geht's gut. Die freuen sich an dem schönen Wetter, sind viel auf der Koppel und wir machen ganz normales Programm. War so ein bisschen Seele baumeln lassen, auch dann mal angesagt für sowieso AC/DC. Immer, egal ob Turnier ist oder nicht, aber so ein, zwei Tage in der Woche, bisschen weniger, das mache ich sowieso immer. Und jetzt bin ich ja am Wochenende auch unterwegs. Ich wusste gar nicht, dass du so viel Privatheit hier preisgeben willst, aber es passieren ja wirklich einschneidende Dinge. Du bist seit Jahren, glaube ich, wieder mal wieder über Nacht weg, ne? Genau. So. Ja, also wie kommst du damit klar? Also die Trennung von deinem heißgeliebten Mann, das will ich jetzt ja gar nicht ansprechen, aber natürlich, und das wird wahrscheinlich noch schwerer wiegen, die Trennung von deinen beiden heißgeliebten Pferden. Wie geht das? Wie kannst du die so lange allein lassen? Ich werde mich vor lauter Kummer ganz fürchterlich betrinken und dann kann ich das ertragen. Ja, aber ist schon irgendwie, also das damit auch kleiner Spoiler, am Wochenende ein weiteres Turnier steht nicht an. Nein. Wann soll ich das denn noch reiten? Naja, eben. Wir werden trotzdem eine Menge zu erzählen haben aus deiner Trainingswoche, aus deiner Arbeit mit den Pferden. Das Interview mit Benito Weise, die Welt durch die Augen deiner Pferde sehen. All das in der Folge dann, die am Montag erscheint. Wie immer. Bis dahin, habt eine pferdige Zeit. Bis dann, wir hören uns. Tschüss.